Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge From Zero to Hero hier von unserer ganzen Map. Mann, ich muss da vorher drüber nachdenken. Was haben wir? Samstag? Freitag? Freitag. Samstag. Samstag. Am Samstag, wie ihr gehört habt, der Excel ist wie immer auch mit dabei. Servus. Jo, ich bin mal kurz im Hallo. Ajo. Hallo. 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 Wie viel habe ich gerade in Arbeit? Ein Aktuell. Ernter, oder? Ja, dann der andere bitte Sämaschine schnappen und auf 8, 9, 4, 5. Ach ne, 9 muss noch gesammelt werden. 8, 4, 5 Soja ansehen, bitte. Jo, alles klar. Danke. Bei Melu, es gibt den Ertrag der Sojabohnen und es gibt die 10.000. Wäre schon nicht verkehrt. Wobei man muss halt auch sagen, Sojabohnen geben halt sehr wenig. Ne? Ertrag. Das, ja, Ja. halt auch so eine Sache. Halt auch so eine Sache. Deswegen. Aber gut, spielen wir unten. Jo. Ja. Wie war die Woche bei mir? Ja, die Woche war sehr stressig sogar. Also arbeitsmäßig war immer schwierig. Jahreswechsel ist immer viel zu tun dann für mich. Und dann kamen noch so ein paar Dinger dazu, die eigentlich nicht dabei sind. Warum hat er den Wendekreis wie sonst was? Ich habe nicht mal was dran. Hat er das gesehen? Ja, ich muss erstmal kurz düngen, dass der Ertrag ein bisschen steigt. Ich muss jetzt hier überall Dünger draufknallen. Bau die da mit der Sämaschine drüber öpfeln. Wobei es, glaube ich, egal ist. Weil es ist beides Mineraldünger, wenn die eine Direktsaat haben. Mit Düngefunktion. Also der Dünger steht oben, oder? Ich weiß es nicht. Ne, unten. Der Düngerstreuer. Ah, nicht oben. Wo ist mein Düngerstreuer? Oh, der steht oben unterm Rundsilo. Moritz ist schon, läuft schon der Auftrag. Der läuft schon. Steht hier oben unterm Runddings. Ich habe das gelesen mit dem TGS. Braucht er nicht mehr schreiben. Passt. Danke. Guck dann gleich. Ja, das Pflügen schaffe ich jetzt aber nicht. Schaffe ich jetzt nicht. Oh, Digga. Nerv doch nicht rum, Mann. War so klar, verzieh dich jetzt hier. Ja, aber pflügen schaffe ich nicht, kalken vielleicht. So, da ist er wieder. Jo. So, mein lieber Milo. Was macht die Ja. Kunst? So, arbeiten, ne? Arbeiten. Arbeit. Ja, ist bei mir auch. Ich bin gerade am Ballen sammeln. Wieder mal. Strohballen. So. Strohballen sind erstaunlich wenig wert, gell? Strohballen. Ja. Ist halt schon dezent wenig. Biederbauer, nee, hab's nicht. Jetzt hab ich nicht. Aber ich sag mal so, bei Strohballen macht's dann eventuell die Masse.
Ciao, Hanax. Schön, dass du da warst. Ja, welches Feld läuft bei dir mit so her? Alle. Alle? Holla, holla, holla. Was meine so? Jo. Ja. Dünger und Saatgut haben wir noch in der Dünge, ne? Hey. Offene Rechnungen hätten wir. Ja. Würde betragen abzüglich der 11.000 Euro für Stroh, die sie bekommen hätten. Ja. 6.200. Jo. Somit wären alle bis jetzt offenen Rechnungen beglichen. Wie viel? 6.300? Genau. Jo, Feld 29 habe ich erstmal noch rausgelassen, bis wir das komplett fertig haben. Ja, sehr gut. Alles klar. Jo, bis dann. Jo, tschüss. Okay, wunderbar. So, gut, dann fahren wir die Dinger jetzt erstmal direkt weg. Können wir, was haben wir denn gemacht? Haben wir uns entschieden? Haben wir ja. Betreffend Reparaturfahrzeuge oder was? Nein, Spulen in der Nacht und Wachstum an. Ja, da haben wir ja gesagt Wachstum. Hm. Wachstum an. Okay, ich bin nochmal kurz LU. Jo. Ja, für euch, ja. Für euch wäre es ohne Verkehr nicht witzig. Andersrum. Nicht so lustig. Ich könnte gerne gut und gern darauf verzichten. Ich werde gerade komplett ausrasten. Ja, es hat sehr viel mit Eigenkontrolle und so zu tun. Ja, dann sammle ich halt das auch noch runter da, dann ist das weg. Da, Verkehr geht mir jetzt schon wieder auf den Rettich. Ja, mir auch. Weil er... Milo. Ja. Pass auf, ich frag dich jetzt etwas. Ich weiß schon, was du fragst. Das kann auch ruhig unter uns bleiben. Mhm. Wollen wir uns mal zusammentun? Bei dem Soja-Ding. Na, erstmal eher wegen dem Verkehr. Nee, der Verkehr bleibt an. Okay. Weil das viel zu viele Leute feiern, einfach wie wir uns aufregen. Ja, das stimmt auch wieder. Okay, wegen dem Soja. Was hast du dir da vorgestellt? Na, ich mach das, was mir aufgetragen wurde. Meinst du, wir können da noch ein bisschen mehr rausheizen? Nee. Nee. Was willst du denn da rausheizen? Ja, weißt du nicht, aber uns vielleicht... Ja. Er hat dir ja gesagt, wie viel er braucht. Warum soll er auf einmal mehr wollen? Brauchen. Ja, dass er vielleicht 20 rausrückt. 10 für dich, 10 für mich. Wir ihn von der Qualität des Sojas überzeugen. Der als erster fertig ist, kriegt 10. Ja, deswegen. Wir da zusammen die 30.000 Liter. Man kann sich ja unterstützen. Ja, man kann es halt auch lassen. Also hast du kein Interesse? Nö, wenn du es zuerst schaffst, Glückwunsch. Wenn ich es zuerst schaffe, ist es besser für mich. Ah, okay. Na gut. Hat das Elu nur eine Sämaschine und ich war als erster da, oder was? Nö, darum geht's ja nicht. Also ich glaube, unser Elu wird wohl mehr als nur eine Sämaschine haben. Ja. Geh ich mal davon aus. So, aber gut, wenn du sagst, nee, dann ist das so. Da ist das kein Problem. Hm. Doch, wird das Lenkrad nehmen. Macht sich besser. Wird natürlich auch schon wieder dunkel hier, ne? Das ist schon wieder wahnsinns fette Beute. So. Wie ist eigentlich so deine Tagesrate bei den Schafen, so mit der Wolle? Mit dem Wolle? Keine Ahnung, das habe ich nicht im Blick. Wisst du nicht, wie viele Paletten du also am Tag rauskriegst? Nee, eine vielleicht.
Genau, okay. Aber ich habe ja nicht so viel Platz wie du im Schaffstall. Ich muss mal kurz zu Melo. Ja. Hallo. Hallo. Wie laufen die Aufträge? Alles geschickt? Mit den Ansehen wird gleich begonnen. Richtig. Habt ihr das noch vorm Feierabend? Wir sind bemüht, ja. Dann fangt an mit einem runter. Wir können aktuell sogar mit zwei Leuten ansehen. Richtig. Feld 29 ist gerade nicht weiter in erntefähig. Naja, dann macht das so, weil dann kriegen wir das vielleicht vor der Nacht noch hin. Jo. Sehr schön, danke. Jo. Ja. Dann stell den Dreschauftrag erstmal nach hinten, ne? Das Ansehen ist wichtiger. Ja, alles klar. Ja, alles klar, bis dann. Bis denn. Nee, okay, es ist ein bisschen. Können meine Moderatoren mal bitte eine Abstimmung machen? Mit der Thematik, die ich gerade gestellt habe. Chris Cross, was war denn die Thematik? Und das mit Ja oder Nein? Ob er eine Sämaschine kaufen soll oder nicht. Haha, das habe ich auch überlegt. Aber das lohnt sich nicht, Digga. Also, klar, mach, was du willst, gell? Aber ich hatte wirklich den gleichen Gedanken. Und dann habe ich mich entschieden, guck mal, was eine Sämaschine kostet. Und es geht hier um 10.000 und lass die Frucht 30.000 Liter, lass das nochmal, weißt du, die du sowieso kriegen würdest, wenn du selber anpflanzt. Das, also, klar, wenn du willst, mach. Aber ich habe mir für mich entschlossen, dass es nicht lohnt. Weil eine Sämaschine kostet halt schon gut. Gotter. Ich weiß gar nicht, wo wir da preislich sind. Wenn wir die normale Breite nehmen? Ja, aber, ja gut, mach noch. Wie gesagt, ich weiß gar nicht. Du musst halt immer sehen, was du in der Zeit, wo du mit so einer Pimmelbreite ansehst, was du in der Zeit dein Geld machen könntest, indem du andere Aufgaben erfüllst. Ja, gut. Muss ja, man kann ja bei der Thematik langfristig ja klar, wenn du vorhast, langfristig gesehen selber anzusehen, dann macht das vielleicht Sinn. So. Muni, lass es dir mal genau Hogan. Genau, Muni, guck mal bitte, beziehungsweise Isa ist ja, denke ich mal, auch noch mit da. Genau, ja, Niklas hat es schon geschrieben, Moni, da kannst du mal gucken. So. Scheiße. Na? Na? Komm, das ist doch, jetzt wirklich nicht schlimm. Jung. Leute, stresst euch jetzt nicht wegen dem Kaufen. Ich lese doch was, entspannt euch einfach. Ich muss jetzt hier noch ein paar Sachen machen und wenn ich das fertig habe, dann gehe ich einkaufen. Eins nach dem anderen. Ja, fände mich einiger. Das ist auch richtig, das stimmt. Na, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie eure Meinung so dazu ist. So. Ist halt finster wie im Pöppes, wie im Bärenpöppes. Hältst du dich da öfters auf? Wir haben halt auch eine sehr spezielle Map, wo man vorher immer grubbern muss. Mach ich denn? Guck mal, da lese ich einmal Chat beim Arbeiten, dann wird da schon wieder nichts her. Ja, gut, das stimmt auch, Fendt-Mechaniker. Warte kurz. Ab wann schwult ihr? Naja, ja. Das ist eher so nicht mein Ding. Nee, da bin ich auch raus. Aber wenn du spulen meinst, müsste 10 Uhr sein, oder? Ja, 22 Uhr. 22 Uhr. Ab wann schwult ihr? Das war doch Absicht, komm, so krass verschreibt man sich doch nicht. Nee, so krass kann man sich eigentlich gar nicht verschreiben. Ja, Wolfmöbel, das stimmt. Aber es war lustig.
Musst du kurz schmunzeln, also hat es den Zweck erfüllt. Okay. Ja, ich bin gespannt. So, jetzt kommt ja schon wieder. Der wartet jetzt. Du bleibst stehen. Wunderbar. So, kämpfen wir uns mal wieder hier hoch. Okay, ich guck gleich mal rein. Mal hier hoch, Eiern, meine Lieben. Mal ganz fix. Hallo, Keule. Uha. Guck mal einer an. Okay, Chat. Ihr habt entschieden, mit 65% habt ihr für Nein gestimmt. Okay. Aber wir werden dennoch gleich etwas kaufen, wenn wir hier das Feld leer haben. Also erstmal etwas verkaufen, dann etwas kaufen. Gucken, wie, was, wo. So, machen wir das hier noch. Sag mal, Milo, hast du eigentlich einen Schwader? Nee. Du hast keinen Schwader? Nee. Okay. Stimmt, bei Live 3 hast du einen Schwader? Nee. Ach, Mensch, das war Tino. Ich nutz vom Freezy den, wenn ich brauche. Ja, find mich Scherniger, das stimmt. So, dann müssen wir mal kurz gucken, haben wir den jetzt hier alle runter? Haben wir jetzt hier alle erwischt? Weil wir da finden, wie ein Bärenpop ist, aber ich denke mal, wir haben alle erwischt. Ja. Okidoki. So, da können wir die wegbringen. Und dann gucken wir mal. Sie wieder rumgefahren. Ja, Traktor-Fan. Zeige ich gleich, was ich mir kaufen möchte. So, mal gucken, ob es sich ausgeht. Erstmal die Ballen noch entladen. Na, warte nur. Jetzt. Okay. So, okay, das kann weg. Das stimmt nicht. Jan, guck, das stimmt nicht. Okay, einmal. Ach, Lord. Okay. So, meine Lieben, jetzt passt mal auf. Wir werden einmal das und einmal das. Und zwar müssen wir mal gucken, was wir so haben. Hm.
Das ist so. Okay, das müsste gehen. Manu, willst du ein Schneidwerk oder einen Düngerstreuer kaufen? Nee. Nee, muss nee. Nicht. Okay. Okay, willst du nicht, also kann ich verkaufen. Ja. Okay. Findmechaniker bei W. Ach so, okay. Ich muss mal kurz zum Melo. Jo. Was gepackt, Junge? Hallo. 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 Ja, die Bronto ist doch eine Direktsaat. Warum grobert ihr vorher? Das Problem ist, dass wir nicht mit einer Direktsaat sehen können. Wieso? Karte. Die Karte, die haut dir da unglaublich viele Spuren rein. Ist das beim Excel genauso, oder was? Ja, das ist beim Excel auch. Der hat dasselbe Problem. Und warum habt ihr mein Sehauftrag kam noch zuerst rein, oder? Ja. Und wieso ist dann in Excel sein Feld schon halb fertig und bei mir fängt er gerade an? Tatsächlich, weil wir beim Excel sowieso gerade schon am Grobern waren. Irgendwie geil. Ich überlege gerade, ob ich abbreche. Wie soll denn das enden? Dann ist eins kurz vorher fertig, das heißt, er kann die Trash-Aufträge zuerst einteilen. Und dann bin ich eh schon raus. Dann kann ich mir den ganzen Stress im Vornherein eigentlich auch schon sparen. Ach, egal. Einfach weiterlaufen lassen. Denke ich mir auch. Jo, bis dann. Bis dann. Kigesi, warte, muss ich gleich mal gucken. Also ich habe den hier ja mit voller Ausstattung. Wer hat denn angekündigt? Ich oder du? Anmoderiert. Du. Warum? Sag jetzt nicht, ist schon wieder so weit. Ja, 23 Minuten. Boah, Junge, ey, das ist doch nicht zu fassen. Gut, also, mein Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir danken euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Schaut in die Videobeschreibung, da ist der Excel verlinkt. Guckt gerne bei ihm vorbei, spioniert ihn ein bisschen aus. Schreibt es mir in die Kommentare, was er so macht. Guckt gerne morgen in der Sonntagsfolge wieder vorbei. Bis dahin. Ciao. Ciao.